Estorado Nudelmanufaktur, Melanie Pohl, guten Tag. Reinspaziert, herzlich willkommen. Auch noch Gastronomie und so Verkostung und alles so wie immer. Hallo, herzlich willkommen in der Pestorado Nudelmanufaktur. Ich bin die Melanie. Und ich bin der Christian. Und zusammen sind wir Pestorado. Hallo und nochmal herzlich willkommen in unserer Nudelmanufaktur hier in Weinböhla. Seit 2014 produzieren wir in Weinböhla handgemachte, handwerklich hergestellte Pasta. Warum macht man das? Nudeln gibt es überall, die Italiener können das tatsächlich auch ganz gut. Wir haben uns aber der Leidenschaft verschrieben, Pasta herzustellen. Wir lieben Italien, sind große Fans des Landes, der Küche, der italienischen Lebenskultur und wollten euch ein Stück Italien hier nach Sachsen bringen und für die Region tolle Nudelprodukte herstellen. Wir zeigen euch mal ein bisschen was aus unserem Sortiment. Wir haben tolle Nudeln aus Hartweizengrieß, aber auch Urgetreidespezialitäten. Das heißt, ihr bekommt bei uns auch eine tolle Pasta aus Dinkel, aus Emmer, das ist Zweikorn, oder auch Roggen. Alle Getreide dafür kommen aus der Region natürlich. Wir wollen nicht nur hier produzieren, sondern natürlich auch gern die Landwirte in der Nachbarschaft unterstützen. Deshalb beliefert uns die Dresdner Mühle mit Grieß, sowohl Hartweizengrieß als auch zum Beispiel alten Getreidesorten wie Emmer, die in Sachsen und Umgebung wachsen. Emmer zum Beispiel ist eine alte Getreidesorte, die Urform des Dinkels. Wird jetzt wieder angebaut und zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht so hoch gezüchtet ist wie der Weizen heutzutage, sondern immer noch einen tollen Geschmack hat, viele Mineralstoffe und einfach auch als Pasta pur mit einem guten Olivenöl und Parmesan sehr lecker schmeckt. Ja. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, ne? Aber natürlich gibt es bei uns nicht nur Urgetreidepasta, sondern auch die ganz klassische Hartweizengrießpasta. Aber nach eigenen Rezepturen versteht sich. Wir haben zum Beispiel super spannende Sommersorten, Basilikum, Zitronennudeln, lassen sich tolle mediterrane Gerichte damit zaubern. Aber wenn ihr ganz was Ausgefallenes wollt, wie wäre es zum Beispiel mit Weißbiernudeln für den nächsten Grillabend als Nudelsalat oder auch als Geschenk? Perfekt. Und die wichtigste Frage, wo bekommt ihr all unsere leckeren Produkte? Natürlich in unserem Manufakturverkauf in Weinböhla. Jeden Mittwoch und Freitagnachmittag sind wir hier für euch da, beraten euch persönlich und haben viele leckere Nudelspezialitäten. Aber passend dazu natürlich auch gutes italienisches Olivenöl, die ein oder andere Pastasoße, Schokolade, guten italienischen Wein und Grappa. Und das alles stellen wir gern für euch auch zu tollen Geschenkideen zusammen. Kleine Mitbringsel für die Familie, für Freunde, aber auch natürlich große Präsentkörbe zur Hochzeit oder zum Firmenjubiläum. Und ganz besonders in der Weihnachtszeit beraten wir euch gern auch zu Firmenpräsenten und suchen für euch tolle Ideen, wie wir eure Mitarbeiterinnen oder Geschäftspartner glücklich machen zu Weihnachten. Was du hier gemacht hast. Das werden jetzt unsere Gewürznudeln. Die schmecken nach ganz vielen orientalischen Gewürzen. Zu Weihnachten schmeckt auch nach Weihnachten. Erinnert vom Geschmack auch tatsächlich ein bisschen an die libanesische Küche. Und die kommen dann gleich vorne raus und das zeige ich euch. Das Rezept ist auch insgeheim. Natürlich. Unbedingt. Also, heute machen wir für euch unsere Gewürznudeln, eine Spezialität von uns. Leider könnt ihr nicht riechen, wie das hier duftet. Es riecht ganz toll nach Kardamom, Nelke, Zimt. Also wir haben tolle Gewürze,
Aber diese Nudeln gibt es nicht nur zu Weihnachten, sondern es ist wirklich ein klasse Pasta-Gericht fürs ganze Jahr. Kann man orientalisch machen, kann man mit einem tollen Gemüsecurry essen, aber zum Beispiel auch super lecker zu Wildgulasch. Christian ist gerade hier dabei, den Nudelteig zu mischen. Und zwar in unserer großen Nudelmaschine von Häusler. Hier passen 25 Kilo Grieß rein, also ein ganzer Sack. Und hier wird der Teig dann mit den Gewürzen vermischt. Und dazu kommt einfach nur gutes Weinböhler Leitungswasser. Wir verwenden keine Eier. Das heißt, die Pasta wird nach klassisch italienischem Rezept hergestellt. Ist vegan, also für alle super geeignet und sehr vielfältig zu verwenden. Hier haben wir jetzt eine Hartweizengrießpasta, das heißt, der Teig knetet ungefähr, wie lange, Christian? Und 10 Minuten. 10 Minuten. Man muss hier sehr vorsichtig mit dem Teig umgehen, je nach Temperatur verändert sich die Konsistenz, auch je nach Getreide reagiert der Teig anders, also bei Dinkel und Emmer zum Beispiel muss ein bisschen weniger Wasser rein, bei Hartweizengrieß ein bisschen mehr. Der Christian hat aber schon 9 Jahre Erfahrung und sieht ganz genau am Teig, wann noch Wasser dazu muss und wann der Teig lange genug geknetet wurde. Und als nächstes zeigen wir euch dann, wie die Pasta aus der Maschine kommt. Und hier sind wir in einem von unseren 3 Trockenräumen. Hier werden die Nudeln langsam für euch getrocknet. Wie ihr seht, nicht wie in der Industrie mit großer Hitze, sondern schön langsam bei Raumtemperatur, maximal 25 Grad. Und damit das alles langsam und ordentlich trocknet, haben wir verschiedene Ventilatoren und Luftentfeuchter, die hier die Feuchtigkeit entziehen. Warum trocknen wir die so langsam? Erstens, damit die Nudeln nicht reißen, damit sie im Topf auch noch ihre Form behalten. Und zweitens natürlich und ganz wichtig, damit sie ihren Geschmack behalten. Das heißt, das Eiweiß geliert nicht und vor allem die guten Zutaten, wie in diesem Fall bei den Kräuternudeln, die Kräuter behalten ihren Geschmack und ihr könnt die Pasta umso mehr genießen. Ungefähr 40 Sorten haben wir. Davon ca. 12 aus Urgetreide, Dinkel und Emmer und der Rest klassische Hartweizengrießpasta. Und welches ist euer Top-Seller? Naja, die Klassiker sind immer noch Kräuternudeln, Steinpilz, Senfnudeln oder jetzt im Sommer halt Zitrone oder Basilikum. Hier ist meine Lieblingspasta, Tribolini al Limone. Eine klassische Hartweizengrießnudel mit ein bisschen Zitrone. Super fruchtig und lecker bei diesen heißen Temperaturen. Ich mag die am liebsten eigentlich relativ pur, nur ein gutes Olivenöl drüber. Es passt aber auch perfekt zu Fisch, zu Meeresfrüchten oder einfach zu einem schönen Grillgemüse. Und ideal auch jetzt in der Grillsaison natürlich als Nudelsalat. Ein paar getrocknete Tomaten rein, frisches Gemüse, braucht man nicht viel mehr dazu. Richtung nach draußen quasi.